Der Bremer Weihnachtsmarkt gilt als einer der schönsten in Deutschland. Dort etwas zu finden, was dann nochmal heraussticht, scheint eine schwierige Aufgabe zu sein. Eine Jury versucht es dennoch jedes Jahr aufs Neue. Den schönsten Weihnachtsmarktstand sucht sie, ist deshalb einmal während jeder Marktzeit unterwegs und nimmt jeden der 181 Stände und Buden genau unter die Lupe. In diesem Jahr hat es den Juroren ein Neuling angetan. Die Raclette-Hütte des Bremers Lars Kellner auf dem Liebfrauenkirchhof ist extra für den Bremer Weihnachtsmarkt neu gebaut worden. Dafür gibt es die Urkunde für den ersten Platz aus den Händen von Bürgerschaftspräsident Christian Weber und Stadtamtsleiterin Marita Wessel-Niepel. Uns hat ganz besonders die Gestaltung der Hütte gefallen mit der Holzverkleidung und dem ansprechenden Ambiente insgesamt und der liebevollen Ausstattung bis ins kleinste Detail. Und es ist halt auch eine neue Idee, die hier gemacht wurde oder umgesetzt wurde, Raclette hier im ursprünglichen Zustand anzubieten. Und das hat uns insgesamt, aber besonders auch die Gestaltung des Standes überzeugt. Und deshalb hat die Familie Kellner den ersten Preis in diesem Jahr bekommen. Und auch abseits von kulinarischen Exkursen nach Butenbremen gibt es schöne Stände zu prämieren. Platz 2 geht an den Holzspielwarenstand neben der Liebfrauenkirche von Jens Meusig. Auch hier sind es das Arrangement der Holzartikel und detailverliebte Einrichtung der Hütte, die überzeugen konnten. Die selbstgemachte, aufwendige Dekoration des Standes selbst wurde ebenfalls gelobt. Und auch der Stand auf Rang 3 überzeugte die Jury in ihren Kategorien. Die Firma Senkbeil und Marburg bietet vor allem Kerzen und Honigartikel. Es kommt uns immer besonders darauf an, dass es eben kein Standard ist, dass es Details sind, die liebevoll gestaltet sind und ein besonderes Angebot, was auch weihnachtlich ist und zur Jahreszeit passt. Einen Sonderpreis hatte sich schließlich der Stand für Thüringer Weihnachtsbaumschmuck aus Osnabrück verdient. Die Hütte am Dom war ein Nachrücker auf dem Bremer Weihnachtsmarkt und wurde extra noch kurzfristig umgestaltet, damit sie gut in die Umgebung passt. Insgesamt ist die Prämierung der Stände immer wieder eine schöne Aktion, wurde doch in diesem Jahr auch schon so manches kritische Wort über die Aufmachung des Bremer Weihnachtsmarktes verloren.